Im Osten geht die Sonne auf. Ja, vielleicht sollten wir am heutigen Tag der deutschen Einheit kurz einmal darüber nachdenken, wo wir eigentlich ohne den Osten wären, der uns ja gerade in den letzten Jahren so deutlich gezeigt hat, wie wehrhafte Demokratie funktioniert und in dem besonders mutig gegen die Krisen aufgestanden wird, die uns politische Eliten erst eingebrockt haben. Aber auch mit der Wiedervereinigung unseres Landes vor 34 Jahren konnten wir schon sehen, dass Demokratie eben keine Schlafwagenfahrt ist, bei der man gelegentlich sein Wahlkreuz setzt und dann hofft, dass alles gut weitergeht, sondern dass man für sie aufstehen und auch kämpfen muss. Und dass das Totalitäre immer nur eine Ecke entfernt lauert und stets behauptet, nur das vermeintlich Beste für den Bürger zu wollen. Ganz nach dem Motto, lasst uns einen antifaschistischen Schutzwall bauen. Die politischen Eliten des Landes würden uns vielleicht lieber weiter gespalten als vereint sehen. Anders lassen sich die Fortführung des Amts des Ostbeauftragten der Bundesregierung und die ständigen Diskussionen über vermeintliche Demokratieunerfahrenheit im sogenannten Dunkeldeutschland ja nicht erklären. Während sich in den alten Bundesländern viele Menschen in den letzten Jahren geradezu in eine lethargische "kann man nichts dran ändern" Haltung geflüchtet haben, wird im Osten unseres Landes maßgeblich dafür gekämpft, dass wir nicht in die nächste Diktatur abgleiten. Und genau das sollten wir heute feiern. Die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit kann man als solche ja kaum mehr erkennen. In diesem Jahr lädt die Landeshauptstadt Schwerin unter dem Motto "Vereint Segel setzen" zu einem, Zitat, bunten, vielfältigen und unterhaltsamen Bürgerfest ein. Aber gut, mit Patriotismus, Nationalstolz und Gedanken an ein deutsches Volk wollen gewählte Altparteienvertreter ja ohnehin nichts mehr zu tun haben. Feiern wir also für uns, dass wir verbunden sind, zusammenstehen und uns daran erinnern, wofür es sich zu kämpfen lohnt, immer wieder. Denn ohne kritisches Hinterfragen und bürgerliches Engagement hätte es die Wende nicht gegeben und wird eine nächste auch nicht möglich sein. Nur gemeinsam sind wir stark. Ich sage danke.